Mein Name ist Roger Brown. Ich bin Headhunter. Das ist nicht sonderlich schwer. Aber ich bin der Beste von allen. Ich lächelte. Nicht das offene, bedingungslose Lächeln, mit dem man einen Fremden ins Haus bittet, in die Wärme. Nicht das unseriöse, sondern das höfliche, unverbindliche Lächeln, das laut Fachliteratur die Kompetenz des Gesprächsleiters zum Ausdruck bringt und seine Objektivität und analytischen Fähigkeiten betont. Aber ich lächle nicht so, weil es die Fachliteratur so empfiehlt. Ich lächle so, weil ich so bin. Professionell, analytisch und ohne gefühlsmäßiges Engagement. In unserem Hörspiel geht es um einen Headhunter, um Roger Brown, der aufgrund seines Jobs Zugang zur Wirtschaftselite des Landes bekommt und seinen Posten dazu nutzt, Kunstgegenstände, Gemälde aus fremden Wohnungen zu stehlen und dann mit eigenem Gewinn zu verkaufen. Die kaledonische Eberjagd von Peter Paul Rubens. 50 Millionen? 100? Mindestens. Ein anderes der wiedergefundenen Rubensbilder, das Massaker der Unschuldigen, hatte vor wenigen Jahren erst auf einer Auktion 50 Millionen eingebracht. Pfund. Mehr als eine halbe Milliarde Kronen. Ich brauchte Wasser. Spannend macht es das Ganze, dass er natürlich Schwierigkeiten bekommt in dieser Doppelfunktion. Und das ist persönliche Verstrickungen gibt, die also bis zu seiner Frau reichen und es zu Verfolgungsjagden kommt, und das ist schon eine spannende Sache. Wenn es um die schwierigen Themen geht, die konkreten Ereignisse, den Mord, dessen jemand verdächtigt wird und sich der Verdächtige von allen verlassen fühlt, stellst du eine Rolle Küchenpapier so weit seitlich auf den Tisch, dass er sie nicht erreichen kann. Warum das denn? Weil es in jedem Verhör irgendwann zum Crescendo kommt und es Zeit für die großen Emotionen wird. Dann fragst du, was seine Kinder wohl denken werden, wenn sie erst erfahren, dass ihr Vater ein Mörder ist. Stehen ihm dann die Tränen in den Augen, reichst du ihm die Rolle Papier. Dann bist du der Verständnisvolle, der ihm helfen will, dem er all die schlimmen Dinge anvertrauen kann. Ja, und auch diesen dummen Mord, der einfach irgendwie passiert ist. Jo Nespe, Headhunter, das ungekürzte Hörspiel. In einer Bearbeitung von Bernadette Jus. Hörbuch Hamburg präsentiert diese Produktion in Kooperation mit Audible Studios 2020.